Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns in den Schlummerwald begeben. Nee, das war die Folge davor. Die letzte Folge war, glaube ich, ein Fangpart, ne? Aber die letzte Folge, wo wir was gemacht haben, waren wir im Schlummerwald und ja, haben gegen diese beiden Horsts hier gekämpft. Wir haben nur gegen einen von ihnen gekämpft, diese Schwertold und Schildfried oder wie auch immer die noch mal heißen. Und ja, mir ist gerade noch eingefallen, ich soll vielleicht mal Animation einstellen, ja. Okay. So, jetzt haben wir aber alles, ne? Und ja, wir sollen diese Typen irgendwie, ich glaube, aufwendig machen. Ich weiß gar nicht mehr, was müssen wir eigentlich, warum müssen wir eigentlich nochmal hin? Nach Turfield. Wir sollen auf jeden Fall nach Turfield, weil da ist irgendwie so ein Signal, dass hier Sania gefunden hat. Und ja, wir müssen uns das mal anschauen, ne? Und da gucken wir mal. Ich würde jetzt mal raten, wir müssen entweder zur Arena oder hier zu diesen Dingen, zu diesen. Ne. Wer gerade auf, diese Monolithen sehen aus wie seine Pokémon. Genau, Blitzmerker, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, hier hätte ich gedacht, wer was, aber ich nehme mal, wir müssen zur Arena, ne? Da passiert wahrscheinlich irgendwas. Na, lass mich durch. Ist hier irgendwas? Keine Ahnung. Oh, da ist der Arena-Leiter. Und Ness, glaube ich. Hoch, wenn das nicht. Oh, der Champ, gut, dass du hier bist. Was ist hier los? Das war eine lästige Begrüßung. Lästige Begrüßung. Als unser neuer Chef bist du noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses Dynamax-Pokémon im Stadion geplatzt ist. Von seinem Trainer war weit und breit nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass Dynamax-Pokémon tritt immer noch im Heer. Danke für deine Hilfe, Hopp! Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Vorturnier den Kürzeren gezogen. Ah, Daniro. Ich bin auf diesen beiden Clowns gefolgt und da habe ich gesehen, wie sie im Stadion von Turfield stolziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da musste ich einfach helfen. Ja, da habe ich beide dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Aber was kannst du eigentlich? Ich würde ja gerne mehr über diese beiden merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber sonst müssen wir dafür sorgen, dass diese Dynamax-Pokémon sich wieder beruhigen. Wir haben es hier mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Daniro. Als Champ wirst du uns das sicher zur Seite stehen, oder? Aber klar doch. Alles klar, dann auf zum Kampfplatz. Ja, wird schon klappen. Schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon tritt zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist du noch auch mit von der Partie, oder? Ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein werde. Gut möglich, dass ich eher ein Klotz am Bein bin. Also ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er es nicht so leicht von seinem Weg abbringen lassen würde. Obwohl er sich zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du? Na schön. Hopp, voll mit der Midlife-Crisis hier. Das kann man einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten die beiden nicht warten lassen. Aber was will Hopp eigentlich? War der nicht irgendwie zweiter Platz oder so? Mehr oder weniger, weil will er eigentlich. Oh, geht schon direkt. Oh, das ist wie ein Dings. Frühjahr. Okay. Ah, okay, das stimmt. Das machen wir so. Wie in so ein Geiger. So eine Diner Raid halt, ne? Deswegen sind wir jetzt 4 Leute. So. Ich will ganz kurz gucken. Wow. Warum? Hat Hopp dann schwächste Pokémon von allen, das macht aber keinen Sinn. Letzter Apfel, eiskalt. Na gut, und ich habe ein Feuer-Pokémon, also du bist weg. Zip. Wird ja eigentlich kein Problem sein, wenn dann irgendwie, weil nicht 5 Sterne Dinger sind. Die Dynamax mache ich normalerweise alleine. Also Trainern, die irgendwie nicht Karpados oder irgendwie so was haben, um mir zu helfen, wird das ja wohl kein Problem sein. Dünnerbrand. Ja, ja, hier so viel dazu.
dann auch helfen. Boom. Noch mal, warum ist das eigentlich? Ja. Ich hätte vielleicht mal Level von dem Ding anschauen sollen. Das kann man, glaube ich, auch. So, da fertig. Komm. Ja, boah. Müssen wir noch einen Zug warten, du. Level, das sieht man gar nicht. So, jetzt war mal im Wirbelsturm rein. Sogar mit dem Feuerball gerade. Jongliert an ein Bein. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Gibt es irgendwie so einen Namen im Fußball? Juggling, ne? Oh, ich kann das Ding nicht mal machen. Oh, hat sich zurückverwandelt, okay. Froh. Ja, setzt Beleber ein. Froh, froh. Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Zeug ist mir einfach nicht geheuer. Ist nach wie vor kein Freund vom Dynamax-Phänomen, wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. Dieser Dynamax-Jung war eben etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Deshalb konnte früher seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich Dynamaximiert sich ein Pokémon, indem es auf einen Dynamax-Band reagiert. Die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde durch irgendetwas gestört. Hast du irgendwas Ungewöhnliches gespürt, Daniro? Nö. Hm, vielleicht ist es noch zu früh für voreilige Schlussfolgerung. Jedenfalls lässt sich sein Trainer hier auch nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Turfield gut um Royal kümmert. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe, Leute. Ihr habt mir echt aus der Patsche geholfen. Daniro, falls du jetzt... Daniro, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Du willst eine seltene Liga-Karte von Yaro. Also gut, mein Kleines, dann kommen wir mit. Oh. Oha, oha! Du hast unser Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha! Wie erwartet hat der Champ der Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Ja, da sind die beiden schon wieder. Horst und Philipp. Ihr steckt jetzt vor, also geht uns in den rostigen Schild und zwar sofort. Oha, oha! Mir ist neu, dass sich dabei dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es soweit wäre, geben wir dir gar nichts zurück. Bei euch piept wohl, kommt auf der Stelle heraus. Was hat ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte, alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Derlei Vorschriften gelten für den Pöbel. Unser einen betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Ist ja mit solch einer absurden Frisur, wie du das nicht begreifst, wundert mich kein bisschen, mein Geschmack, verehrter Freund. Und ist dieser absonderliche schwarz-weiße Look skandalös, nicht wahr, Bruder? Mir doch egal, was zwei unverschämte Ignoranten wie ihr von mir halten. Wie dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärker Pokémon zu dynamaximieren. Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Zacian und Zamazenta. Was habt ihr mit Zacian und Zamazenta vor? Schwör die Lausche auf, Herr 28. Champ. Wir werden ab sofort einen Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, sollst du dich besser an unserer Form schönen Fersen halten. Heften. Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, ade. Also ist diese ganze Chaos auf dem Mist von denen gewachsen? Hey, bleib gefälligst hier. Ich kann doch nicht einfach abhauen. Immer mit der Ruhe. Hopp, du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. Wir zwei machen die Biege, wir müssen sie doch aufhalten. Sie können uns geradewegs in eine Falle locken. Wir sollten ihnen nicht blindlings nachlaufen. Aber... Ach, na schön, du hast wahrscheinlich recht. Gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns. Aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon mal schließen, dass sie Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Wir müssen sie aufhalten. Ganz meiner Meinung. Den rostigen Schild kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Daniro und Ness, die schnappen wir uns. Die schnappen wir uns. Es wird angeklotzt. Ja, sagt das nie wieder. Okay. Lass mich raten, die gehen jetzt in jede Arena, ne? Soll ich mich bei der Liga-Karte ansehen? Und das meine. Ja, oh, ja, jetzt eine seltene. Steht da jetzt ein anderes. Oh ja, aus Leistungen zu wünschen übrig lassen, sondern so, übrigens, ich habe von M Master jetzt auch eine bekommen seit gestern.
Boom. Ja, der hat natürlich alle Pokémon und der hat mir auch geholfen, mein Pokédex ein bisschen zu füllen. Okay, ich habe noch die alte. Und ja, mein Stand ist jetzt 397 Pokémon. Mir fehlen nur noch 3 Stück. Und das sind die beiden legendären und eine Entwicklung von einem Pokémon, was ich noch holen werde, von Typ 0 hier, was ich auch mal irgendwann hier angenommen habe in der Aufnahme. Ja, der Master hat mir geholfen, ein paar Pokémon rüber zu tauschen, an die ich sonst allein nicht meine Finger dran kriegen konnte, wie wie heißt das nochmal, Kavalanzas und Hydra irgendwas. Und ja, also diese beiden Pokémon, wo du exakt ein anderes Pokémon tauschen musst, um es zu entwickeln. Und ja, daran hätte ich von allein nie meine Finger dran ringen können. Und ja, einige andere Tausch-Pokémon. Und ja, hat er mir noch so 4 Stück hier rüber getauscht und mir geholfen, das zu erreichen, bevor ich, weiß ich nicht, hier verzweifelt wäre. Ja, jetzt fehlen mir nur 3 Pokémon, aber das werden wir alles im nächsten Fangpart sehen. Sanja, ah, da bist du ja, Daniro. Ist ja schon das einzige Chaos. Die Messwerte für Galar-Partikel in Turfield hatten sich gerade normalisiert. Schlagen die Detektoren in Steinen von Kirten und Engine City wie folgt aus. Erzähl mir doch erstmal, was hier passiert ist. Maßlos übertreiben. Was, ein Dynamax-Mädels Pokémon hat das Stadion zu Kleinus verarbeitet? Moment mal, aber das Stadion steht doch noch. Hm, diese beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Sania. Hallo, was machst du denn hier, Hopp? Und Nest, du bist auch da? Was bringt dich ins Teufelstadion? Sollst du nicht in Spikefoot sein? Warum? Als ehemaliger Arenaleiter kann ich mich ja wohl rumtreiben, wo ich will. Aber egal, jetzt sind etwa auch in anderen Stadien Dynamax-Pokémon ausgetickt. Ganz genau, aus den anderen Stadien erreicht mich nämlich hohe Werte wie zuvor aus Turfield. Dann könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge, in Spikefoot scheint momentan noch alles in Lot zu sein. Ich dachte, da kann man gar nicht deiner maximieren, weil er nicht so, weil nicht die ganzen Stadien, die wurden alles doch auf so Orten platziert, wo man deiner maximieren kann, oder? In Spikefoot war doch nicht, glaube ich. Bisher stieg der Direktor nur für Kirten und Engine City aus. Puh, verstehe. Kann auf jeden Fall tatenlos. Wir können auf keinen Fall tatenlos rumstehen und Däumchen drehen, während diese Typen wahllos Pokémon zu deiner Maximierung zwingen. Das siehst du doch auch so, oder, Daniro? Los, auf zu einem der Stadien. Diese Entschlossenheit, du klingst sogar schon wie ein echter Champ. Ich bin auch ein Champ. Du voll. Das Aufspüren der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugen bricht aus dem Internet abgleiche, sollte ich einen Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Dann überlassen wir die Recherche, Sanja, stimmt's? Wir sollten dabei die anderen Stadien nach den beiden durchkämmen. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gehen als nächstes nach Kelten, ne? Also sage ich doch, jede Arena wird jetzt hier abgeklappert. Und dann nehme ich dann an, wird ein Wasser-Pokémon sich deiner maximieren, ne? Das heißt, ich habe kein, doch ich habe zwar Dings dabei. Little Mori. Also dann wird sich wahrscheinlich hier ein bisschen wiederholen, was hier alles passiert, ne? Deine maximiertes Pokémon erlegen mit den Arenaleiterien. Die geben mir eine Karte wahrscheinlich. Irgendwie so was. Hatte lieber etwas Sicherheitsschampf stand, Leute. Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten evakuiert. Hm, ihr seid schon eine interessante Truppe. Hätte nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet. Ist das gerade wirklich relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir wirklich gut gebrauchen. Dieses Dynamax-Pokémon ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges zuversichtlicher. Packen wir es an. Sie hatten eine merkwürdige Truppe. Ich bin nur Hopps doch immer irgendwie in meiner Nähe. Jetzt hat Mikro gebraucht. Aber du bist mit vielleicht 1-2 Schlägen weg. Eine Elektroattacke. Okay, vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Ja.
Ich will wirklich heute mit diesem Postgame hier fertig werden. Und dann kann ich nämlich endlich mein Pokédex komplettieren und mich auch irgendwann mal dran machen, die Erweiterung zu holen, die schon längst draußen ist. Dann können wir die wieder mal anfangen. Aber den Kampf schon, den will ich auch noch erledigen. Ich habe jetzt so viele Pokémon zur Auswahl. Competitive mäßig, ich habe schon fast eine ganze Box voll. Ich würde das wirklich gerne auch noch schaffen. So, ich glaube, du bist weg. Ja, Flut. Lauf. Next Strike, Bonk. Tommelschläger, komm. Jawohl, gut. Wir haben Gyarados besiegt. Dort. Hi. Euch ist zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder im Griff haben. Wir werden uns hier im Kirtenstein um das Pokémon kümmern, bis es sich wieder erholt hat. Ach, noch was, Daniro. Solltest du jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Du hast eine seltene Liga-Karte von Kate. Also man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Okay, das war's. Du hast Arena-Leiterin Kate besiegt. Das ist nur ein paar Monate her, aber okay. So, ja, hier ist der Feuerarena Leiter, ne? Hm? Ja, hab ich ein Feuer-Pokémon? Ich glaube, ich habe Tiamat dabei, ne? So, mit seiner Offensivweste. So, Arena war genau da oben. Ich hatte eigentlich wissen, ich tue ja voll oft vorbeifahren, weil hier in der Nähe so ein guter EV-Trainingsplatz ist. Den Noctus und den Mogelbaums, dem KP und Verteidigung. Mogelbaums geben Verteidigung, Noctus geben KP. Deswegen komme ich oft hierher. Sieh an, der Champ. Und Ness und Hopp hast du auch gleich mitgebracht. Oh, sie erinnern sich an mich, Kabu? Das freut mich total. Aber klar doch, bist ja nur der kleine Bruder des Champions, ne? Immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt, was für eine grandiose Leistung ihr beiden bei eurer Arena-Challenge hingelegt habt. Ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Du hast natürlich recht, die Lage im Stadion ist nämlich ziemlich ernst. Genau deshalb sind wir hier. Hervorragend, ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, wie ich jetzt alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gar nicht mein Pokémon umgeändert. Nein, mit euch an meiner Seite bin ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Dreck. Vergesst mein Pokémon zu wechseln. Feuer, Feuer. Obwohl Tiamat ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja doch, ich habe schon. Ich habe es doch schon geändert, ich Idiot. Ich meine, ich habe es gerade geändert. Ja. Oh, so blöd. Ja. Dürre von Kohle wirkt. Wie gut, dass ich auch Steinattacken habe. So, boom. 150, ja. So. Wisst ihr, was ich gut finden würde, wenn diese Animation geskippt werden kann? Weiß nicht, das ist wie, weiß nicht, in Final Fantasy 10 oder so. Ja, musst dir immer wieder die Beschwörung ansehen, aber du kannst dir wenigstens, abstellen oder verkürzen. Ich wünsche, man könnte die Animation ein bisschen verkürzen oder überspringen oder so, weil das jedes Mal zu sehen ist auch ein bisschen nervig. Weil wenn du gerade einfach nur hier diese Erfahrungsbonbons und so farmen willst, du musst sie halt immer wieder angucken. Und ja, diese Animation kommt auch, wenn man Animation abstellt. Also ja, ich finde das ein bisschen nervig. Das sind so die Sachen, die hat Pokémon irgendwie noch nie geregelt bekommen. Vor allem, ich muss jedes Mal, wenn ich ein Pokémon züchte, da muss ich immer, wenn ich das Ei abhole, dann sagt mir immer erst die Leiterin so: Ja, hier hast du ein Ei.
dann steht da, Daniro erhält ein Ei, und dann sieht man noch ein Bild von dem Ei. So, sie haben dieses Ei bekommen, ja. Vor allem die Eier sehen doch alle gleich aus. Warum ist es denn wichtig, wenn mir gezeigt wird, wie das Ei aussieht? Und da muss ein Pokémon hat irgendwie sowas noch nie geredet. Das Spiel ist ja immer eine komplette Sachen, die machen wir jetzt in dem Spiel. Du musst dir immer alle möglichen Animationen und so angucken, und ja, das Spiel ist irgendwie so darauf ausgelegt, dass irgendwie resetten muss, wie blöd und so. Und ja, deswegen wäre es mal nice, wenn Pokémon irgendwie mal so eine Option hat, wie alles mal ein bisschen schneller geht, ey. So, egal, wir haben das Viech erledigt. Übrigens, war ganz einfach, sieht ganz aus, als hätten wir gerade noch mal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier im Stadion etwas erholen. Ach, und Daniro, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du bei mir in der richtigen Adresse. Hier, Karte von Kabu. Ja, ich verstehe schon. Ihr müsst noch woanders nach den Rechten sehen, wie? Dann mal los, ihr jungen Hüpfer. Viel Glück. Ich finde den Typ cool. Bip, bip, bip. Oh nein. Mein Rucksack. Ist das dein Smart-Rotom, das da klingelt, Daniro? Daniro, wir haben ein Problem. Meine Clowns sind mal auf Pokémon-Labor aufgetaucht. Was, Sanja? Ist alles bei dir okay? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros damit, dass sie die Wunschsterne haben wollen. Noch kann ich sie in Schach halten, aber könntest du trotzdem schnell hier vorbeischauen? Beep. Diese Witzbeule haben auf die Wunschsterne abgesehen. Wir müssen Sanja helfen und den rostigen Schild zurückholen. Los, gehen wir zum Pokémon-Labor, Daniro. Schon wieder stürzt er völlig unüberlegtlos. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Naivität oder Mut ist. Zum Pokémon-Labor, also mir soll es recht sein. Ich ziehe mich mit bis euch zum Ende durch. Alles klar, gucken wir mal die Liga-Karten an. So. Oh, ist ja nicht die exakt gleiche. 187. Ja, ich mal ein anderes Bild. Komm schon. Mit Kabul. Wie schätzt du den Kampfstil ein? Direkt wird nicht lange gefackelt. Sind das neue Sachen? Ja, aber lese ich mir jetzt nicht durch. So. Außer sie hat irgendwie ja voll fancy Klamotten und so an, ne? Okay. Na gut, dann weiß ich nicht. Wechseln wir mal wieder. Boom. Und dann machen wir weiter. So, ein Kampf, wenn jetzt hier irgendwie nur ein Kampf oder so kommt, dann werden wir den auch noch schaffen. Pokémon Labor hier, ne? Ich bin echt nicht damit gerechnet, dass das Postgame hier nur so lang ist. Ich habe ehrlich gesagt nur gedacht, ich gehe in den Wald rein und dann kann ich schon direkt das legendäre Pokémon fangen. Aber eigentlich ist das Postgame von Pokémon ja eigentlich schon immer irgendwie nicht so kurz gewesen. Also, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber keine Ahnung, ich denke mal irgendwie, je neuer die Spiele sind, desto weniger Postgame ist irgendwie da drin. Das ist irgendwie so ein Trend jetzt von neueren Rollenspielen. Deswegen, uns können sie nicht vormachen, dafür sind wir viel zu berühmt. Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rosé gesammelt hat, sich in diesem Labor befinden. Und unser Gespür liegt nie. Diese Schätze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Ende des Pöbels zu überlassen. Also ja damit, jetzt bald. Was hat die Tatsache, dass sie sich für berühmt halten, mit dem Wunschstern zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht, es ist offensichtlich, dass sie den wahren Wert der Wunschsterne nicht begreifen. Folglich sollten sie ihr Finger von ihnen lassen. Du meine Güte, was sollen wir denn jetzt nur tun, Brüderchen? Wirklich unfassbar, was wir dulden müssen, mein lieber Bruder. Wenn ihr jemand etwas erdulden muss, dann wohl wir. Was? Dann wohl die beiden Professoren, ach so. Hopp! Ich werde nicht zulassen, dass ihr Pokémon gegen ihren Willen deiner maximiert. Und den rostigen Schild könnt ihr auch gleich wieder rüberwachsen lassen. Oha, oha! Ich glaube doch. Ich mache mal die falsche Reihenfolge. Das ist ja erst ein Ausruf, vielleicht dann eine Fragezeichen. Also müsste ich sagen, oha! Oha! Wir waren uns so sicher, dass der Champ hier aufkreuzen würde. Aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben. Ich schätze, er hat seinen vernichtenden Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in Grund und Boden gestampft werden. Sage ich. Hey, lass dich nicht von diesen zwei Clowns unterbuttern. Ganz meine Meinung. Diese eine Niederlage darf nicht so aus der Bahn werfen. Okay. Zusammen schaffen wir das. Danke, Daniro. Du hast recht. Wie immer. Dann lass uns diese Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen.
Pappnasen, du wachst uns Pappnasen zu nennen. Das ist der Gipfel und Verschämtheit, mein lieber Bruder. Ein Affront. Dass der Tag kommen würde, an dem wir uns derart vom Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich teile deinen Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unseres noblen Geschlechts dürfen wir diesen Schmach keinesfalls erdulden. Diesmal haben wir unsere kampferproben Pokémon mitgebracht. Dieses Kräftemessen wird uns auf ein anderes Niveau stattfinden. Dann kommt mal ja Max und Karl. So, du meinst Stahl-Pokémon, ja, ihr seid sowas von tot. Habt ihr aus Rosé noch nichts gelernt irgendwie? Warum kämpfen wir gerade, weiß ich nicht, in der Matrix? Was auch immer das hier sein soll. So, Bronzong hier. Ich tu mal meinen Ball gegen deine Glocke werfen. Und ich. Ding. Weg. Na gut. Was für ein Level war Deleon noch mal? Oh Gott. Ich meine, der war Level 70. Ne? Legios. Ich meine, der war Level 70, ne? Er ist effektiv Schwerthold und Schildrich. Schildrich. Also ich habe jetzt also die spezielle Fähigkeit von Ignis müsste jetzt hier aktiviert worden sein, dass er mehr Feuerschaden macht. Also komm, ja, mache ich dich noch kaputt. Mach ich immer noch zwei, wenn der jetzt kommt und mich fertig macht. Aber ich meine, Delio mal so um die 70, ne? Das heißt, ich bin nicht überlevelt eigentlich, ne? Ich müsste theoretisch dieses Level hier sein. Oh, das hat mir gerade das Leben gerettet. Glück hat er den zurückgerufen. Ey. Wenn er jetzt angegriffen hätte, dann wäre ich dran gewesen. So, und dich. Ich hätte vielleicht das andere doch angreifen sollen, weil Hopp wird jetzt sein Ding wahrscheinlich wieder Risikotickel einsetzen und voll daneben hauen, weil ein Viech halt Geist ist. Ne? Ja, mal schauen. Um 68. Ach, Hopp, was kannst du eigentlich? Sanktoklinge, ja, hat ja, ach nee, ich habe den angegriffen, damit der keins mehr rufen kann. Genau, so, wenn du jetzt müsste, jetzt weiß ich bitte kein Stahl-Pokémon, weil ich auch keine Feuerangriffe mehr. Bodycheck, jetzt haut er einen von den beiden so um. Geil. Fußtritt, das ist effektiv, aber das ist nicht sehr effektiv. Ach ja. Ja gut, ich kann nichts anderes machen. Komm, hau den weg. Wird wahrscheinlich nicht reichen, aber doch, wird sogar. Mein Gott, ist mein Pokémon stark. Level 70. Und Herr von auch. Ja. Tritt er einen von denen ins Gesicht. Oh nein. Oh gut. Warum hast du eigentlich noch dieses Pokémon? Ganz ehrlich. Ja, weil sein erstes, ne? Stimmt, der hat ja schon vorher eins. Ja. Ja, komm ich wieder runter. Das ist genauso viel AP wie meins. So, ich habe mit meinen Viecher voll geklärt. Habe die ganze Zeit mit so ein paar Peno überlebt. Geil. So, und ihr seid erledigt. Bruder, eine äußerst unglückliche Situation. Das muss dann irgendwann sein, findest du nicht? Jojo! Warum hast du so eine Pose? Caesar! Geht doch, wir haben gewonnen. Aber... Warte mal. Okay, der hatte echt keine Pupillen. Ja, der eine hat keine Pupillen. Ich musste kurz meine Aufnahme so checken. Was hat er gerade keine Pupillen? Aber diese Pokémon haben wir doch im Schweiß unseres Angesichts trainiert.
Paar euer kleiner Erfolg sei euch gegönnt. Jedoch muss ich betonen, dass ich zwei von euch gebraucht hat, um das Wasser zu reichen. Ach, ich sehe wieder was. Oh, ich wurde entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns jetzt endlich den rostigen Schild zurückgeben und damit aufhören, Pokémon zu deiner Maximierung zu zwingen? Nein. Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Verrät sie uns. Wie es scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Ja, ich habe es doch gesagt. Ich habe es wortwörtlich eine Sekunde vorher gesagt, aber ich habe es gesagt. Haben Sie die Wunschsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Seine Assistentin übergibt die Wunschsterne an Schwertott und Schildrich. Daneben kommt noch so ein kleiner fröhlicher Jingle. So din 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 din. Sie wurden verraten. Moment, was ist hier gerade passiert? Das können Sie doch nicht tun. Man hat uns hintergangen. Die Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später unter Zucker trinken kann. Unser Kampf gegen eben war nicht weiter als eine kleine Ablenkung. Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokéball auch nur in der Hand hattet. Das war einst die Kinderspiel. In diesem Sinne, Ade. Bleibt gefälligst hier. Warum haben sie das getan? Tut mir leid, Professor Sania. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unsere Pläne in Tat umsetzen. Als zum Wohl unserer königlichen Blutlinie. War aber schon ein bisschen verdächtig, dass die hat noch nicht mal einen Namen gehabt. Also, ja, weiß ich nicht. Ja klar, die entweder nicht von großer Bedeutung ist oder irgendwas anderes. Okay. Ich weiß es nicht, diese Türen hatten eine Komplizin. Oh Mann, Sanja, tut mir leid, von jemandem hintergangen zu werden, dem man vertraut, muss einen richtig runterziehen. Die ist zuerst vor, weiß ich nicht. Ist sie nicht wortwörtlich nur einen Tag irgendwie eingestellt geworden? Bisher, kein Wunder, dass die beiden die ganze Zeit über so große Töne gespuckt haben. Ja, aber da muss ich auch sagen, halbe Stunde haben wir hinter uns. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter und halten Felix und Papadinatio auf. Keine Ahnung, ist nicht in der Super Nanny irgendwie so ein Kind, irgendwie so eine Mutter, die hat irgendwie so, weiß nicht, 10 Namen irgendwie so aufgerufen, um ihre Kinder zum Essen zu rufen, und einer hieß irgendwie so Papadinatio oder was weiß ich. Keine Ahnung, jedenfalls, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Postgame, sag ich mal. Und ja, ich würde dann sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr interessiert, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.